It's Gem Time, damit herzlich willkommen zurück zum neuen Pokémon Go Video. In diesem Video geht es um den Raid Boss für Dezember und die Rampenlichtstunden. Kyurem ist ein Pokémon vom Typ Drache und Eis und wir konnten es bereits schon im letzten Sommer fangen. Doch vorab, leider ist es nicht die Spezialform Kyurem Black oder White, es ist das normale Kyurem, was allerdings in Shiny auftauchen kann. Das normale Kyurem solltet ihr auf keinen Fall pushen, sondern euch die Bonbons aufheben, da Kyurem Black und Kyurem White ultra stark werden. Kyurem wird vom 1. Dezember, das ist ein Dienstag, bis Freitag, den 1. Januar verfügbar sein. Gegen Kyurem spielt ihr Pokémon wie Metagross, Lucario, Machomai, Meistergriff oder Dialga. Doch kommen wir jetzt mal zum Forschungsdurchbruch für den Dezember. Hier können wir nämlich gleich zwei Pokémon antreffen, und zwar Lapras und Flampion. Flampion könnt ihr tatsächlich, wenn ihr ein gutes habt, durchentwickeln und hochziehen, da es trotzdem ein sehr guter Feuerangreifer ist. Sobald ihr eines der beiden gefangen habt, bekommt ihr sogar extra EP. Gehen wir mal zum nächsten Thema rüber, und das sind die Rampenlichtstunden. Am Dienstag, dem 1. Dezember, könnt ihr das Pokémon Europe fangen. Europe ist tatsächlich mit der Shiny-Form im Spiel und ihr bekommt doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon. Am Dienstag, den 8. Dezember, gibt es tatsächlich Quickel, Quickel war schon mal, als Community Day da und ihr bekommt doppelten Sternstaub für das Fangen von Pokémon. Am 15. Dezember ist tatsächlich noch nichts da, da es ein Überraschungs-Pokémon sein soll, doch ihr bekommt doppelte Bonbons fürs Fangen von Pokémon. Am 22. Dezember bekommen wir Schnäppke. Schnäppke gibt's in Shiny und Fernontor hat auch eine Mega-Entwicklung. Ihr bekommt doppelte Bonbons für das Verschicken eurer Pokémon. Am 29. Dezember ist das Pokémon Schneebedeck da. Rex Blizzard, die Entwicklung von Schneebedeck, hat auch eine Mega-Entwicklung, ist vom Typ Pflanze und Eis. Hier bekommt ihr auch wieder doppelte EP fürs Entwickeln von Pokémon. Passend dazu findet ihr auch ab dem 1. Dezember in Mega Raids das Pokémon Mega Rex Blizzard. Ich werde seine Statuswerte auch hier einblenden. Das war jetzt aber auch nur ein kurzes Infovideo, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte. Ihr unterstützt mich damit und es kostet euch nichts. Jetzt würde ich aber sagen, haut rein.